Heutzutage sind folgende Arten Kontaktlinsen erhältlich. Wir unterscheiden vor allen Dingen zwischen weichen Kontaktlinsen und sogenannten formstabilen und harten Kontaktlinsen. Wobei die weichen Kontaktlinsen heutzutage der überwiegende Anteil am Kontaktlinsenmarkt sind. Die Trageweise heutiger Kontaktlinsen lässt sich wie folgt beschreiben. Wir haben Tageskontaktlinsen fürs Eintägige tragen, wir haben zweiwöchentliche Kontaktlinsen, Monatslinsen und sogenannte Jahreslinsen, die aber auch unter Umständen in einem 3- oder 6-Monats-Rhythmus ausgetauscht werden können. Bei den formstabilen Linsen, die halten länger, ein Jahr bis 3 oder 4 Jahre kann man dasselbe Paar Kontaktlinsen tragen. Die Frage nach der richtigen Kontaktlinse ist sehr schwierig zu beantworten. Denn gäbe es eine richtige, eine beste Kontaktlinse, gäbe es alle anderen nicht mehr. Also der Kontaktlinsenanpasser muss für jedes Auge, für jede Träne, für jede Umstände, die die Augen bieten, die richtige Kontaktlinse auswählen. Ganz klar ist, zum Einsatzzweck der Kontaktlinse, also wenn ich nur sporadisch Kontaktlinsen tragen möchte, dann sind Eintages- bis Wochenkontaktlinsen der perfekte Fall. Bei komplizierten Korrekturen sind sicher die stabilen Linsen von Vorteil. Wenn ich die Linsen täglich tragen möchte, dann sind sogenannte Silikonhydrogel-Linsen heute der State of the Art, weil die Sauerstoffdurchlässigkeit mit diesen Silikonhydrogel-Linsen am besten ist und aus längere, langfristige Kontaktlinsen tragen, sorgenfrei auch gewährleistet. Augenprobleme entstehen bei Kontaktlinsen vor allen Dingen durch mangelnde Handhabung. Wir unterscheiden zwischen einfachen Rötungen oder leichten Infektionen der Hornhaut oder der Bindehaut. Ich erkenne Infektionen oder Rötungen vor allen Dingen daran, dass die Augen trocken sind, dass die Bindehaut gereizt ist und dass man wie ein Sandgefühl in den Augen verspürt. In diesen Fällen sollte sofort die Linse herausgenommen werden und der Kontaktlinsenspezialist aufgesucht werden. Um kontaktlinsenbedingte Augenprobleme zu vermeiden, sind die Anweisungen des Kontaktlinsenspezialisten und der Industrie sehr zwingend. Die häufigsten Probleme entstehen durch mangelnde Hygiene und durch nicht Befolgen der Anweisungen der Kontaktlinsenspezialisten. Man kann durch Händewaschen sehr viel Kontaktlinsenprobleme vermeiden. Die Hygiene des Behälters ist sehr wichtig. Man sollte auch den Behälter möglichst oft austauschen, also sprich mit jedem Monat, wo man eine neue Flasche anbraucht, auch den Behälter wechseln. Man kann den trockenen Augen vorbeugen, indem man die Flüssigkeiten nicht ungefragt oder mit Absprache des Kontaktlinsenspezialisten wechselt, weil die Wechselwirkung der einzelnen Mittel mit dem Auge, mit der Kontaktlinse unter Umständen nicht zusammenpassen.